Die einzige Sache, in der alle Menschen gleich sind, ist der Tod. Das ist der berühmteste Satz von Johann Liepert, dem Hauptantagonisten aus Monster, einem der beliebtesten Anime und Manga aller Zeiten. Monster ist Naoki Urasawas erstes richtig virales Murder Mystery, das die Geschichte von Johann Liepert und Kenzo Tenma erzählt, die sich eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Eine Art Duell, gut gegen böse, ähnlich wie in Death Note zum Beispiel. Kenzo Tenma ist ein gebürtiger Japaner, der nach Düsseldorf gekommen ist, um dort als Hirnchirurg zu arbeiten. Er ist die Definition eines echten Helden. Er hat sein ganzes Leben dafür geopfert, Menschen zu helfen und Probleme zu lösen. Eines Tages steht er vor einer schwierigen Entscheidung. Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr. Er muss sich für eine Person entscheiden. Der kleine arme Junge oder der berühmte Politiker. Der Chef dieses Krankenhauses sagt natürlich: Tenma, rette den Politiker. Wir brauchen die Publicity. Er ist die wichtigere Person. Kümmere dich um ihn. Aber Tenma entscheidet sich dagegen und rettet dem kleinen Jungen das Leben. Dieser kleine Junge sollte durch Tenma weiterleben und wurde zu niemand Geringerem als Johann Liepert. Ein Grim Reaper, ein Real-Life-Joker, ein Massenmörder. Egal wo Johann ist, um ihn rum fallen die Menschen tot um. Und Tenma, der eigentlich nur helfen wollte und der eigentlich sein ganzes Leben geopfert hat, fühlt sich schuldig dafür. Denn er ist schuld daran, dass dieses Monster noch am Leben ist. Und wir können nicht über Monster reden, ohne mal einen genauen Blick auf Johanns Charakter zu werfen. Aber bevor wir das machen, check gerne meinen neuen Partner Holy aus. Energy Drinks, Eistees, alles mit 0 Kalorien. Link in der Beschreibung. Mit Ontan 5 könnt ihr euch 5 Euro sparen. Johann ist, wenn ihr mich fragt, einer der besten und echtesten fiktionalen Charaktere, die je geschrieben wurden. Wenn ich eine Checklist abhacken müsste, mit allen Dingen, die ein guter Charakter oder ein guter Antagonist braucht, dann würde Johann jedes einzelne Häkchen bekommen. Denn im Laufe der Geschichte von Monster sehen wir Johann nicht nur erwachsen werden, sondern wir erfahren Stück für Stück immer mehr über seinen Charakter, immer mehr über sein Handeln und immer mehr über seine Motive. Dass der Mann ein kaltblütiger Mörder ist, macht das Ganze noch viel faszinierender. Denn es ist für einen normalen Menschen sehr schwer nachzuvollziehen, warum Johann das tut. Und das Interessante hierbei ist Naoki Urasawas geniales Writing, denn er schreibt nicht einfach irgendwelche Flashbacks, in denen du Sachen erfährst, sondern er schreibt andere Charaktere, denen Dinge widerfahren sind, die du auf Johann ummünzen kannst. Quasi alle Charaktere in dieser Geschichte haben irgendeinen Bezug zu Johann und er ist wie die verdammte Sonne, das Zentrum dieser Story und lässt sich zusammensetzen wie ein riesiges Puzzle. Du hast da zum Beispiel dieses Verhör mit einem anderen Serienkiller, der beschreibt, wie es sich anfühlt, Menschen umzubringen, wie er in Ekstase ist, was er für Emotionen dabei verspürt. Und das kannst du auch auf Johann übertragen. Oder Grimmer, der die Tragödie vom Kinderheim beschreibt, in dem Johann auch war. Alles, was ihm widerfahren ist und wofür wir ihn bemitleiden und wofür wir ihn respektieren, kannst du auch auf Johann ummünzen. Der eine wurde zum Helden, der andere wurde zum Bösewicht. Und so schmal ist dieser Grat. Und Stück für Stück bringen dir diese genialen Zeitcharaktere und die Auseinandersetzung mit ihnen immer mehr Wissen über Johann Liepert. Eine andere Sache, die ich an Johann noch so krass schätze, ist, dass er wie ein echter Massenmörder rüberkommt. Er könnte einfach in der Masse verschwinden und du würdest nie erkennen, wer der Psycho unter ihnen ist. Denn genau so ist das auch in der echten Welt. Wenn ihr euch schon mal eine Doku oder sowas in diese Richtung reingezogen habt, diese Menschen sind so krass unscheinbar und unauffällig und meistens richtig freundlich im Vordergrund. Diesen psychischen Knacks, Menschen umbringen zu wollen, erkennst du nicht auf den ersten Blick. Er ist eine Art Real-Life-Mephisto. Und das alles lässt sich zusammenfassen in Johanns berühmten Satz: Das Einzige, worin alle Menschen gleich sind, ist der Tod. Und ich sag euch ehrlich, Johann hat einen Punkt. Denn ich sehe das genauso. Ich bin keiner von den Menschen, der sagt, alle Menschen sind gleich viel wert. Das haben mir zwar alle Lehrer erzählt, aber ich selber habe daran nie wirklich geglaubt. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann gibt es eine eindeutige Rangordnung. Ich würde meine Familie immer über alle anderen stellen und mich selber auf Platz 1. Und ich glaube den Menschen nicht, die davon reden, dass alle Menschen gleich sind, dass sie das anders tun würden. Ich kann nicht anders, als Johann recht geben. Aber schauen wir uns mal Dr. Kenzo Tenma an, den Protagonisten von Monster. Tenma ist ein absoluter Held und Gutmensch. Man könnte schon sagen, er ist ein bisschen naiv. Denkt bitte mal über echte Hirnchirurgen nach. Die opfern ihre Schulzeit, ihr ganzes Studium, ihr ganzes Leben, um
Menschen zu retten, für viel zu wenig Geld. Wisst ihr, wie viele Stunden ein Chefarzt durchschnittlich arbeitet? Das ist im Prinzip nichts für sich selbst und alles für andere. Es gibt in der echten Welt richtige Helden. Sie tragen keine Capes, aber es gibt sie. Und ich habe da so krass Respekt davor, weil mein eigenes Leben ist mir viel zu wichtig, als dass ich jemals in einem Krankenhaus arbeiten würde, als dass ich jemals in einer Behindertenanstalt arbeiten würde oder als dass ich jemals in einem Altenheim arbeiten würde. Das sind alles Jobs, die sind meiner Meinung nach so heldenhaft. Ich kann davon nur salutieren, aber selber machen, nie im Leben. Und diese Helden kriegen auch viel zu wenig Anerkennung von der Gesellschaft. Sie tun das auch gar nicht dafür. Sie tun das wirklich nur fürs Gute. Und genau so ist Dr. Kenzo Tenma. Und Menschen, die so denken und handeln, finde ich genauso interessant wie Serienkiller. Und zwar aus ähnlichen Gründen. Es ist quasi die andere Seite der Medaille. Ich als Mensch tue mich ganz schwer zu verstehen, wie man so passioniert Menschenleben nehmen kann und wie man so passioniert Menschenleben retten kann. Und Tenma und Johann repräsentieren beide Seiten der Medaille und liefern sich dieses Duell. Denn Tenma kündigt seinen Job und macht Jagd auf Johann. Er ist bereit dazu, zum Mörder zu werden, um den Fluch zu beenden, den er erschaffen hat. Und natürlich ist man die ganze Story lang über in Team Tenma. Man will, dass dieses böse Unheil Johann beendet wird. Man will, dass der gute, aufopfernde Tenma gewinnt. Und das ist so krass zu sehen, wie Tenma seine Prinzipien im Laufe der Show aufopfern muss. Er muss lernen, dass du Böses nur mit Bösem bekämpfen kannst. Das ist real, das ist die echte Welt. Da gewinnt der Held nicht wie durch Zauberhand. Eine Sache, für die ich Monster sehr krass respektiere. Und das Heftige ist, obwohl ich die ganze Zeit auf Tenmas Seite war, hat Johann für mich den richtigen Punkt. Das Einzige, worin wir Menschen gleich sind, ist der Tod. Und ich denke sehr, sehr oft über diesen Satz von Johann nach, weil ich bis heute nicht weiß, ob ich und Johann falsch liegen, ob Tenma richtig liegt oder ob ich irgendwas nicht kapiert habe. Nicht an dieser Geschichte, sondern an meiner eigenen Denkweise und Auffassung von der Welt. Denn Naoki Urasawa weiß ganz genau, dass es auf diese Frage keine eindeutige Antwort gibt. Auf die meisten Fragen dieser Welt gibt es keine eindeutigen Antworten. Es ist irgendwas dazwischen und wahrscheinlich ist es auch für jeden eine andere Lösung. Aber genau das macht Monster so genial und zu einem absoluten Meisterwerk. Es ist wie ein Film, den du immer und immer wieder schauen kannst und es wird einfach nicht langweilig und du entdeckst immer etwas Neues, was du in dein echtes Leben mitnehmen kannst. Hast du Monster einmal gelesen, lässt es dich nie wieder los und das Battle zwischen Johann und Tenma ist eins der genialsten überhaupt. Sowohl von der Spannung, als auch von der Story, als auch von den Charakteren und ihren entgegengesetzten Motiven. Deswegen Leute, lest Monster und versucht mir mal die Frage zu beantworten, ob wir Menschen in irgendetwas gleich sind, außer dem Tod.